Russland bereitet sich auf eine militärische Konfrontation mit der NATO in den nächsten 10 Jahren vor. Wir die nächsten 3 bis 5 Jahre müssen wir intensiv nutzen, um uns zu wappnen. Eine solche zweite Offensive würde nicht aus dem Nichts kommen. Ein weiterer Angriff, allenfalls sogar auf ein NATO-Land, würde Schritt für Schritt aufgebaut. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Wir befinden uns längst als Westen in einer Konfrontation mit Russland. Dass Russland sich auf Krieg vorbereitet, ist ziemlich klar. Es steht in diesem 2024 veröffentlichten Bericht des Geheimdienstes in Estland. Der deutsche Verteidigungsminister warnt davor und auch die schwedische Regierung. Zum Beispiel bittet der Zivilschutzminister die schwedische Bevölkerung, sich kriegsbereit zu machen. Russland selbst sagt es auch. Man muss nur hinhören wollen. Und wir merken es an der russischen Wirtschaft. Die russische Wirtschaft befindet sich spätestens seit letzten Herbst in der Kriegswirtschaft. Das heißt, die Hauptlast der Wirtschaft fließt in den Aufbau militärischer Kapazitäten. Diese werden aber nicht für den Krieg in der Ukraine benutzt. Die Kriegswirtschaft dient dazu, Kapazitäten aufzubauen, um eine zweite Offensive, allenfalls gegen ein NATO-Land, führen zu können. Wir erklären dir in diesem Video, in welchen 5 Stufen Russland angreift, welche in Westeuropa schon längst im Gange sind und welche uns wohl noch bevorstehen, wenn wir uns nicht wehren. Fangen wir bei Stufe 1 Russlands hybrider Kriegsführung an, das Weichklopfen und Spalten unserer Gesellschaft. Das läuft im Westen schon lange. Der Auftakt dieser Kampagne machte Wladimir Putin bereits im Winter 2007 bei seiner Rede an der Münchner Sicherheitskonferenz. Damals in den Nullerjahren war die NATO-Osterweiterung abgeschlossen. Die baltischen Staaten, Polen und auch andere Länder in Osteuropa sind der NATO beigetreten, unter anderem deshalb, weil sie sich dem Einfluss von Russland entziehen wollten, weil sie nie mehr unter russischen Einfluss geraten wollten. Putin deutete diese NATO-Osterweiterung um als Umzingelungstheorie und leitete daraus einen Machtanspruch ab und belegte damit eigentlich indirekt, dass er nach wie vor einen imperialen Anspruch hat auf Osteuropa und die Gebiete, die früher zum Warschauer Pakt gehört haben. 2007 war also der Grundstein, aber die Kampagnen laufen fleißig weiter. Das ist nicht die Bild-Zeitung. Und das ist nicht der Spiegel. Das ist eine russische Desinformationskampagne aus dem Jahr 2022. Es ist die größte und komplexeste seit dem Angriff auf Kiew, sagt der Internetkonzern Meta. Ganze Nachrichtenseiten wurden hier nachgebaut, damit diese propagandistischen Headlines den Anschein von Seriosität bekommen. Ein aktuelleres Beispiel ist die Taurus-Affäre. Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte, dass es einen Abhörfall gab. Der Abhörskandal um die Bundeswehr nimmt damit eine völlig neue Dimension. Den russischen Nachrichtendiensten ist es gelungen, eine Unterhaltung zwischen hochrangigen Offizieren der deutschen Luftwaffe abzuhören. In dieser Unterhaltung sprechen diese Offiziere über die Möglichkeiten, den Taurus, diesen Marschflugkörper, den Ukrainern zu überlassen. Wir alle wissen ja, dass sie die Brücke rausnehmen wollen. Das ist klar, wissen wir auch, was das am Ende bedeutet. Russland leitet dann daraus eine Kriegsbeteiligung Deutschlands ab. Планирует очевидный акт агрессии. Не кто-то, а Германия воюет с Россией. Man nimmt ein Faktum und deutet es um. Das ist Desinformation. Von einer Kriegsbeteiligung Deutschland in diesem Gespräch keine Sekunde die Rede. Umso wichtiger wäre eine geeinte Front der Politik gegen die Manipulation. Aber die gibt es leider nicht. Russland zielt darauf ab, den Westen zu spalten. Es werden Parteien unterstützt, die ein alternatives Narrativ aufbauen und quasi die Weltsicht Russlands auch unterstützen. Ein Beispiel ist die italienische Lega mit Matteo Salvini, der auf dem Roten Platz posiert. Ein weiteres der Front National von Marine Le Pen, wo das Narrativ einerseits sehr russlandfreundlich ist und auf der anderen Seite eben auch Geld geflossen ist aus Moskau Richtung Paris. Und ein weiteres Beispiel ist der buchstäbliche Knicks der ehemaligen Außenministerin Österreichs an ihrem Hochzeit, als Putin aufgetaucht ist und mit ihr die Hochzeit gefeiert hat. Danke, wiederschauen. Es ist eine Art Querfront von Parteien am rechten und am linken Ende des Parteispektrums. Das führt mit einer gewissen Folgerichtigkeit leider dazu, dass der Krieg eskaliert. Das eskaliert den Krieg und macht die Lage in Europa unsicherer und führt dazu, dass wir weiter in diesen Krieg hineingezogen werden. In Deutschland, Sarah Wagenknecht vertritt sehr stark das russische Narrativ. Wenn sie von Frieden spricht, dann meint sie eigentlich die Dominanz Russlands
und spricht der Ukraine das Recht ab, selber über Krieg und Frieden zu entscheiden. Die ganze Welt außerhalb der deutschen Politblase weiß, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Derzeit schafft es der Westen also nicht, geeint gegen Russlands Informationskrieg aufzutreten. Beste Voraussetzungen für die zweite Stufe. Hier geht es nicht mehr nur um Falschinformationen oder Manipulation. Hier wird es handfester. Eine zweite Stufe ist die Sabotage. Sabotageakte können sein Cyberangriffe. Jedes Mal, wenn ein Land eine Aktion macht, die Russland nicht passt, werden Webseiten lahmgelegt. Sogar die Schweiz hat das erlebt. Als Zelensky eine Videoübertragung machte ins Schweizer Parlament, waren die Websites verschiedenen Unternehmen und öffentlicher Behörden in der Schweiz lahmgelegt. Sabotage kann auch physisch erfolgen, eben gegen kritische Infrastrukturen. Wir haben die Sabotage der Pipeline zwischen Tallinn und Helsinki gesehen. Wer das war, weiß man nicht, ob es die Russen waren oder ein anderer Akteur. Sabotage ist ein besonders praktisches Mittel, weil wir zwar höchstwahrscheinlich wissen, dass Russland dahinter steckt, es aber nicht zu 100% beweisen können. Diese nonlineare Kriegsführung, die wird deshalb gewählt von autoritären Staaten, weil das natürlich günstiger ist, so Krieg zu führen. Man verheizt keine Menschen, man schwächt die eigene Wirtschaftskraft nicht und man geht kein Risiko ein. Stufe 1 und 2, Desinformation und Sabotage, verwirren und verunsichern. Man kann diese Aktionen nicht mit Pfeilen oder Stecknadeln auf einer Karte darstellen, wie das bei einem physischen Krieg möglich ist. Aber sie sind trotzdem eine Form der Kriegsführung. In Stufe 3 wird es dann nochmals konkreter. Die Stufe 3 ist die Subversion, das Unterwandern der Gesellschaft. In der Ukraine war es der Versuch, die russische Minderheit gegen den ukrainischen, den demokratischen Staat aufzubringen. Das ist in der Ukraine 2014 teilweise gelungen in der Ostukraine. Ähnliche Phänomene sehen wir in den baltischen Staaten. Am verletzlichsten dort ist Lettland. Lettland hat die größte russische Minderheit. Lettland hat ein unstabiles politisches System. Und Lettland war immer ein Sehnsuchtsort eigentlich der russischen Elite. Deshalb ist Lettland auch eines der Ziele, das Russland ins Auge fassen könnte für eine zweite Offensive. Mit der Subversion und der Mobilisierung der russischsprachigen Minderheiten versucht Russland, diese Gesellschaften zu sprengen geradezu, um auch einen Vorwand zu haben, dann eben auch imperial eingreifen zu können. Die russischsprachige Bevölkerung in anderen Ländern schützen, das russische Erbe schützen, diese Vorwände verwendet der Kreml oft. Zum Beispiel sollen jetzt in Estland Sowjetdenkmäler entfernt werden. Und prompt setzt das russische Innenministerium die estnische Premierministerin Kaja Kallas auf eine Fahndungsliste und droht damit mit ihrer Festnahme. Solche Drohungen fallen in Stufe 3. In Stufe 4 probiert Russland aus, wie weit es gehen kann. Die Stufe 4, das sind dann schon eigentliche Anschläge, ein Aufbau einer Drohkulisse. Das kann sein, dass ein Land, das wirklich bedroht wird, dass Russland eine Truppenkonzentration zusammenzieht und so Show of Force betreibt und eine Bedrohung darstellt. Es kann aber auch sein, dass der Luftraum signifikant verletzt wird der NATO-Staaten, um zu schauen, wie reagieren die NATO-Staaten. Wir sehen das bereits jetzt. Über der Ostsee werden wiederholt und eigentlich fast täglich wird der Luftraum verletzt, sodass die NATO mit Jets aufsteigen muss. Und das extremste Beispiel war eigentlich 2014, als Russland die Krim annektiert hat, mit einer bewaffneten Gruppe ohne Hoheitszeichen einmarschiert ist und die Krim annektiert hat und geschaut hat, wie reagiert der Westen. In der Krim hat der Westen versagt und Russland keinen Riegel geschoben. Das war dann eben auch der Grund, weshalb Russland auch weitergegangen ist. Wenn Russland also merkt, dass die Reaktion schwach ist, dann folgt Stufe 5. The Russian invasion has begun. Just minutes after Russian President Vladimir Putin announced a special military... Krieg, so wie wir Nicht-Militärexperten in uns vorstellen. Der konventionelle Krieg, wie er jetzt in der Ukraine wütet, ist die letzte Eskalationsstufe. Dass Krieg erst die letzte Eskalationsstufe darstellt, wenn ein Aggressor eine Sicherheitsordnung auflösen will, ist nicht ungewöhnlich. Diese hybride Kriegsführung, das ist nichts Neues. Bereits Nazi-Deutschland hat so Europa in den Zweiten Weltkrieg hineingezogen. Die Tschechoslowakei, die wurde noch ohne einen Schuss eingenommen. Österreich wurde heim ins Reich geholt. Und auch in Polen wurde zuerst versucht, auf irgendeine Art und Weise Polen ohne militärische Gewalt bezwingen zu können, unter Vorwänden,
wurde ein Narrativ dann konstruiert, dass am 1. September 1939 die Wehrmacht einen Grund hatte, dann schlussendlich selber in Polen einzumarschieren. Mit diesen Eskalationsstufen arbeitet auch heute nicht nur Russland. China geht in Taiwan ähnlich vor. Es läuft eine Desinformationskampagne, dieser Generalbass mit der Idee, dass Taiwan zurück muss, quasi heim ins chinesische Reich. Das ist gelegt. Es gibt täglich Probeangriffe, aber niemand weiß, in welche Richtung das sich wirklich entwickeln will, weil Taiwan auch ein anderer Fall ist als eben zum Beispiel die Ukraine. Nur weil ein konventioneller Angriffskrieg noch nicht unmittelbar bevorsteht, heißt das also nicht, dass wir uns entspannt zurücklehnen können. Der Westen hat durchaus eine Chance, eine solche Entwicklung noch abzubremsen oder sogar zu verhindern. Es braucht Einigkeit, es braucht Stärke und das Wissen darum, dass eigentlich der Westen technologisch, aber auch was die Präzision der Feuerkraft, aber auch die demokratische Resilienz angeht, den autoritären Staaten nach wie vor weit überlegen ist. Entscheidend ist der Ausgang des Krieges in der Ukraine. Der Westen darf es nicht zulassen, dass Russland in der Ukraine gewinnt. Denn wenn die Ukraine Teile des umkämpften Gebiets abtreten muss, dann bedeutet das, militärische Gewalt ist in Europa wieder ein legitimes Mittel. Wenn demokratische Staaten die Vorstufen zur Kriegsführung und hybride Kriegsführung einfach so stehen lassen, dann merken sich das Autokraten auf der ganzen Welt. Alle, die gern ein bisschen mehr Land oder ein bisschen mehr Macht hätten. Mein Name ist Damita Pressel und ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Raja Vita dieses Video gestaltet. Es ist nicht unser erstes Video mit unserem Sicherheitsexperten Georg Hesler. Zuletzt hat er uns erklärt, wie sehr der Westen die Ukraine überhaupt noch unterstützt. Dieses Video gibt's hier.